Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Call of Duty Black Ops 4. Ja, heute machen wir ein bisschen ruhig, hängt davon ab, welchen Spielmodus wir heute erwischen. Ich hoffe nämlich, ich halte den Sieg, weil wie vermutlich noch an meiner Stimme erkennen könnt, bin ich nämlich noch ziemlich müde. Ich war hier bis hier 6 Uhr morgens noch wach, hier so ungefähr, war ich hier die komplette Nacht lang bis 6 Uhr morgens hier. Also was heißt komplett bis 6 Uhr morgens, hier so fast bis 6 Uhr morgens Scarlet Nexus gezockt habe. Ja, deswegen bin ich noch hier extrem müde, also nicht wundern, wenn ich hier etwas unmotiviert oder hier klinge. Das liegt daran nur, dass ich hier noch etwas müde bin. Ja, dann suchen wir uns mal ein Match. Oh yeah, halt den Sieg. Auch wenn es hier Requisitenjagd heißt. Aber ich nenne es einfach halt den Sieg, weil das auch halt den Sieg ist. Spectre. Ja! So lange müssen wir gar nicht warten dieses Mal. Geht ganz schön ab hier. Oh, da hat ihn erwischt. Ah, der ist ja hinter einem Gullideckel. Oder ein Auto. Der ist echt ein Gullideckel, Alter. Ich glaube, die ganze Zeit an ihm vorbei. Ey. Das ist ein ganz schön mieses Versteck, was er da hat hier. Besonders das, was er auch ist, hier nämlich so ein Gullideckel. Die laufen alle die ganze Zeit an ihm vorbei. Oh, 2:1 für die Sieger. Seitenwechsel. Oh, ich bin mal in den Sucher. Wo ich mich doch bei denen sein wollte, die sich verstecken. Was machen die denn da alle? Dann los geht's. Finde, identifiziere und eliminiere alle abtrünnigen Requisiten. Mal sehen, ob wir alle finden. Und da direkt einer bereits verlassen. Hier ist doch einer. Okay, das ist keiner von denen. Oh, wir sind hier in LA, ist schnell, glaube ich. Nee, das ist der Strand, der auch hier in GTA, den es hier gibt. Wenn ich mich jetzt mit dem nicht jetzt hier komplett vertue hier.
5 sind noch übrig. Wo sind die denn hier? Nee, hier auch nicht. Hat sich der gerade bewegt? Nee, ich dachte nur. Die Missionszeit ist fast abgelaufen. Ja, nee, das schaffen wir nicht mehr. Wir haben verkackt. Das schwächste Glied, und das willst doch nicht du sein. Seitenwechsel. Versteck dich und überlebe. Ich bin ein Skateboard. Ändern. Ja, ich bin so eine Mülltonne jetzt. Ein Köder hier platzieren. Ich hoffe, dass sie mich nicht finden. Hauptsache, hier sind in diesem Raum befinden sich zwei. Der eine da hier, der hier daneben der Topfpflanze da steht und zwischen den Sachen da. Und ich einmal hier, der auch neben meiner Topfpflanze steht. Mein Mate hat sich geopfert, um mir das Leben zu retten.
Das ist ganz schön eng hier. Hey, oh mein Gott, Alter, die laufen nicht die ganze Zeit hier so lang. Und dennoch habe ich Glück und überlebe, ey. Nur noch eine Minute 20 durchhalten, ohne drauf zu gehen. Meine Hände werden ganz schwitzig. Okay, 50 Sekunden nur noch durchhalten. Weg, 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 weg. Kein Bock zu sterben, kein Bock zu sterben. Weg, 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 weg. Die Zeit ist fast vorbei. Gebt doch mal alles. Ich habe die ganze Zeit 100%, um nicht drauf zu gehen. Was genau? Wo kam der denn jetzt her? Woher kann der wissen, dass ich das Ding da war? Genau, aber wir werden trotzdem gewinnen. Und haben gewonnen. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Und es lädt, lädt, lädt. Jo. Sprungpaket. Ja, ich verlasse die Runde. Diese Folge wird leider ein bisschen kürzere sein, weil ja, erstens, ich bin heute noch, also momentan noch richtig müde und habe nicht gerade die Kraft, jetzt hier 20 Minuten oder 15 Minuten Videos zu machen, weil ich jetzt schon noch K.O. bin. Und abgesehen davon feiert heute hier mein Bruder hier eine Party, weil er morgen Geburtstag hat. Ja. Ich hoffe, dieses kleine und kurze Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Bleibt gesund, tragt eure Maske, wenn ihr rausgeht. Habt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wie ihr euch das Video anguckt. Und ja, aktiviert die Glocke, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Ja. Möge die Macht mit euch sein. Servus.